Ich weiß nicht, wo ich mein Handy hingelegt habe. Mist. Sonst hätte ich das da jetzt einfach mal kurz nachgeschaut und geschummelt. Aber offensichtlich müssen wir ohne zurechtkommen. Gut, egal. Gucken wir mal weiter. Red mal mit mir, was? Du willst mit mir ausgehen in diesem Outfit? Halt die Klappe. Hier müssen wir nämlich später rein. Ah, ich weiß, wo wir hin müssen. Jetzt weiß ich's. Also nein, ich weiß, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, wo es ist. Sehr gute Sache. Wahrscheinlich war es gerade hier. Yippie, jamai. Sind wir sogar richtig, Mensch. So, wir müssen zum Doc. Hier gibt es auch ein paar Sachen, die wir holen können. Das können wir erstmal warten. Da oben hier, Kristall und so. Otaku. Nee, hier müssen wir gleich hin. Da müssen wir erst nach links. Da müssen wir hin. Jebisu. Jo, Medizin. Nee, scheiße. Da müssen wir auch nicht hin. Da müssen wir auch gleich erst hin. Müssen wir vor dem Otaku hin. Mann, ich gehe irgendwie das Spiel rückwärts, habe ich das Gefühl. Enix, Enix. Jetzt weiß ich aber nicht in... nee, ins Hotel? War das im Hotel? Ja, es war hier. Geht doch. Hey, hier haben Männer keinen Zutritt, nur Frauen. Diese Reisende ist plötzlich krank geworden. Jetzt ruht sie sich aus. Selbst der beste Arzt der Stadt kann ihr nicht helfen. Leider. Muss sie schützen. Melina. Selbst wenn ich sterben sollte. So. Okay, die sagt das gleiche wie eben. Ja, ja, ist gut. Oh Mann, wie oft will ich die noch ansprechen, die Idiot? So. Ey, hier muss ich nicht hin. Okay, das war Fyda übrigens, wer sie nicht erkannt hat. Die Frage ist nur, wie... Touris. Gehen wir mal hier rein. Ich weiß noch. Ach, Quatsch. Warte mal, weißt du was? Ich kann doch jetzt die Tour... Rüste mal die Turbo-Schuhe aus. Möchtest du das auswählen? Jawohl. So. Kann man erst mal gucken. Hier, passt auch so. Zack, zack, zack. Super krass schnell. Okay. Jetzt gehen wir mal hier zu der Burg. So, hier steht einer. Wer bist du? An diesem Ort hast du nichts verloren. Okay, so. Der Typ lässt mich nicht rein. Jetzt, glaube ich, ist in Yamai doch ein altbekannter Typ. War das so rum? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Oder muss man erst... Nee, er ist noch nicht da. Okay. Dann gehe ich jetzt doch mal zur Medizin. So, pass auf. Dann gehen wir mal hoch zum Arzt. Kollege, sag was. Hallo, bist du ein Freund des kranken Mädchens? Jawohl, sie leidet sehr. Ein Fieber böser Träume. Plagt sie? Sie kann ihnen nicht entkommen, okay. Nur eine Wurzel namens Ginseng kann sie von ihrer Qual erlösen. Otakus Laden hat früher Ginseng verkauft, doch den gibt's leider nicht mehr. Leider auch, ich bräuchte Ginseng, ja, doof. Also gehen wir mal nebenan zum Otaku und fragen, warum er keine Ginseng mehr verkauft. So, Mr. Otaku. Was möchtest du? Ginseng. Man sagte mir, dass du ein Kraut hast, das Ginseng heißt. Jemand ist erkrankt. Hast du nicht etwas davon übrig? Ich verkaufe nichts mehr. Ich verschwinde jetzt. Warte. Vielleicht habe ich tatsächlich dieses Ginseng. Kommen wir ins Geschäft? Ja, sie. Geschäft? Oder was meinst du damit? Ich habe einen Bruder, Wong. Einst waren wir Partner. Wong brach eines Tages auf. Keiner weiß, wohin er ging. Vielleicht ist er jetzt der neue Besitzer der Burg. Doch ich hörte auch Schlechtes. Man sagte, Wong habe Dinge gesammelt und sie zur Burg gebracht. Ich mache mir große Sorgen um Wong.
Ich gebe dir Ginseng, kümmere dich um Wong. Wenn Wong Böses tut, muss man ihn aufhalten. Tust du das für mich? Na klar, du scheinst sehr besorgt um deinen Bruder zu sein. Ich werde nach ihm sehen. Das tust du, welche noble Zunge. Das ist Ginseng, es hilft gegen jede Krankheit, gib es weiter. Ray erhält Ginseng. Okay. Auch ein cooler Typ. Macht mit uns ein Geschäft, dass wir nach seinem Bruder sind und gibt uns erst die Ware, bevor wir nach ihm gesehen haben. Awesome. Erstmal jetzt zum Doc. Kannst du mal mit Ginseng was anfangen? Hallo, Ray. Hast du Ginseng? Du hast Ginseng. Gib dieses deiner kranken Freundin, sie soll es trinken. Das wird sie von ihren Albträumen befreien für alle Zeit. Versuch es. Hallo, Ray, das hat doch früher, Leon, ne, wie hieß der? Hieß er Leon? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Löwe immer gesagt, Holleré. So. Ich bin beim Arzt gewesen. Er sagte, dass die Kraft des Ginsengs den Albtraum von ihnen nehmen wird. Den Albtraum? Aber wie kann man ihn besiegen? Was willst du tun? Ginseng geben. Ich muss etwas tun. Sie leidet fürchterlich. Ray gibt wieder das Ginseng. Flop, 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 flop. Magic, 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 magic. Skatz, skatz. Aha, das kennen wir doch. Hoheit, wir fanden keine Spur des Schatzes. Die Tür steht rechts offen. Schweig, der Schatz muss sich in dieser Stadt befinden. Der Bürgermeister hat eine Tür. Tochter, finde sie und sperre sie ein. Ich werde gnädig sein, Fieder. Wenn der Bürgermeister uns weiterhilft, frage ihn nach dem Schatz. Wenn er sich weigert zu reden, dann töte ihn. Alle anderen sollen auch hingerichtet werden. Hoheit. Es ist niemand außer den Dorfbewohnern hier. Sowas, Fieder, du weißt, was nun geschieht. Du kannst mich nicht ablehnen. Ich habe dich großgezogen. Greift an, Unterwerfung oder Tod. Kann ich die jetzt spielen oder was? Nee. Fieder, geht hoch. Das war das Zimmer des Weisen. Ein Mann und eine Frau. Ich wurde... Melinas Mutter. Ah, ich verstehe. Schau nicht so leid. Das Schicksal hat uns zu den Hütern des Schatzes gemacht. Wir würden eher sterben, als das Versteck zu offenbaren. Melinas Vater, vernichte uns. Oder sie werden dich vernichten. Aber wir haben nur ein Anliegen. Melina, beschütze unsere Tochter. Verzeiht. Ich kann euch nicht retten. Es tut mir leid. Doch ich gelobe, dass ich Melina mit meinem Leben schützen werde. Verstehe, das ist ihr Albtraum. Sie hat die Eltern von Melina getötet. Mein Mikrofon mault gerade rum. So. Was weißt du schon, Ray? Ich habe Melinas Eltern umgebracht. Ich bin der Ursprung der Misere. Niemals werde ich wieder ein reines Gewissen haben. Du denkst sicher, dass ich böse bin. Mach mir aber ganz heldenhaft. Das stimmt nicht! Du hast Melina mit bestem Gewissen beschützt. Das macht meine Taten nicht vergessen. Und nun? Willst du Melinas Bewachung einstellen? Reiß dich zusammen. Wenn du sie nicht beschützt, wer dann? Ray, Prinzessin, Burg Drachenfels, muss mich beeilen. Okay, kein Problem, easy going. Hallo? Ja, geht doch. Ich hätte gern mein Handy gehabt, aber was soll's. Ach, guck mal hier, da ist doch der Kollege. Hey, da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Ich hörte, du hast Will geholfen. Du bist sogar bis Yama gereist, um dort Flugzeugteile zu besorgen. Das war sehr nett von dir. Deshalb werde ich mich dir anschließen. Nun, hast du etwas entdeckt? Jo, mir ist aufgefallen, dass Otakus Bruder morgen seltsame Dinge hortet.
Ich hatte in die mysteriöse Vorgänge auf der Burg Drachenfels verwickelt, so wie auch immer. Auch ich hörte es. Das hat mit dem Besitzer zu tun. Ich hatte es im Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ganz recht, lass uns die Burg stürmen. Keine Gnade. Jawohl, was macht er da? Gehen wir also zur Burg. Das ist Perry, das ist das Drachenschloss. Wirf ruhig mal einen Blick hin. Zum Starren ist keine Zeit. Weiter geht's. Alles klar, Bruder? Schlenk sie ab und du schleißt dich in das Schloss hinein. Fertig und los. Gangster Music. Yo, 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 yo. It's Perry. Okay, Perry hat ihn von uns abgelenkt. Mega geile Musik nebenbei. Da muss ich einfach zu dancen, ey. Okay, rein hier. Dieses Schloss ist etwas besonders, denn wir können und wir dürfen hier nicht kämpfen, sondern wir müssen den Wachen per Dunkelheit auswachen. Ich weiß nicht, warum der uns jetzt nicht gesehen hat, aber ich bin jetzt einfach mal froh drum, dass er uns nicht gesehen hat. So, hier an der Burg habe ich letztes Mal länger dran gehangen und ich unterbreche jetzt mal ganz kurz die Aufnahme. Unterbreche ich sie jetzt? Ich weiß noch nicht so recht. Ich bräuchte mal mein Handy ganz dringend. Ich bin doch mal kurz weg. Moment, ich gucke jetzt nochmal, ob ich das finde. So, warte. Controller hier, Controller da. Hier wollte ich nicht hin. Ich glaube, wir haben es doch noch nicht gemacht. Nochmal hier gucken. Ich laufe in der Zeit schon mal weiter. Ungebetener Gast. Egal, weißt du was? Ich mache jetzt einfach weiter. Es kann nämlich sein, ist mir nämlich aufgefallen, dass ich den ganzen Kram, also ich habe den ganzen Kram auf jeden Fall schon gemacht, aber in zwei unterschiedlichen Aufnahmen. Huch. Oh mein Gott, wir müssen, glaube ich, hier lang. Ah, ne, hier müssen wir noch nicht lang. Mist. Er wurde von einem Wächter entdeckt. Okay, jetzt sind wir wieder rausgeschmissen worden. Nicht den ganzen Kram, das ist Quatsch. Oh mein Gott. Screw it. Sondern ich habe nämlich meistens noch. Also, das muss ich jetzt einfach mal kurz erwähnen. Dieses Schloss alles schon gemacht, die Aufnahme war alles schon gemacht, bla bla bla. Aber irgendwie hat das Schnittprogramm, Schnitt, Schneide, Schnurri, das einfach nicht angenommen. Also hier ist einfach nur die Aufnahme. Und ja, hat dann halt, konnte ich halt die 3,5 Stunden nochmal neu aufnehmen, aber ich weiß nicht. Weil ich hatte, wie gesagt, eine zweite Aufnahme gestartet. Ah, warte, 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 warte. Haha, so. Da haben wir die Turboschuhe gebrauchen können. Holy shit. Holy crap. Ich geister jetzt gerade hier sinnlos rum. Ich weiß. Aber irgendwo muss ich hin. Und ich weiß nicht, ob es links oder rechts war. Oder Mitte oder vorne oder hinten. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Und erkunden Burg Drachenfels. okay, den Kristall können wir schon mal holen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Er hält ein Crystal. Medina! Okay. Ray, Hilfe, ich kann mich nicht bewegen. Bitte, hilf mir. Ja. Oh, mies. Huch, was jetzt? Oh. Oh mein Gott, nicht die schon wieder. Das hast du davon, du hättest nicht rumblödeln sollen. Fühlst du dir etwas Reue? Was, du miese kleine Hexe, lass mich hier raus. Sofort. Was? Du wagst es. Du bist ein kaltherziger Dummbeutel. Nebenbei, ich arbeite für Mr. Wong. Er gab mir den Befehl, Ray ist
bist für immer in diesem dunklen Kerkerschrank, blablabla. Ray wird hier sterben und verrotten, dann fühle ich mich besser. Aber wenn du meinst... Pimmelkopf. Auch so eine Zwergdame ist eine Frau. Die sieht witzig aus. Anstatt dauernd zu quatschen, sollten wir lieber einen Ausweg suchen. Hey, immer locker bleiben, nur keine Panik. Gute Güte, warum habe ich es immer mit Dummköpfen zu tun? Oh Mann, ich bin super sauer.